Hallo zusammen, hier ist mal wieder Jörg Fuhrmann mit einem spannenden Gast im Freiraum-Institut am Bodensee mit dem Professor Dr. Jörg Spitz. Er ist auch bekannt geworden unter anderem durch seine Arbeit und Publikation über Vitamin D. Und ich freue mich, dass er heute hier ist und wir einen kleinen Austausch darüber haben können, was es in der heutigen Zeit bedeutet, sein Immunsystem adäquat aufzubauen und zu stärken und wie man das eben machen kann. Hallo. Ja, grüße dich Jörg, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Und in der Tat ist Vitamin D eines der zentralen Themen gewesen, aber eben nicht alleine. Weil das habe ich dann sehr bald gelernt, als ich mal aus der Schulmedizin rausgekommen bin, vor etwa 15 Jahren, fast 20 Jahren, dass der Ansatz der Schulmedizin eben fokussiert, Facharzt hier, Facharzt da, oder, dass der eben falsch ist. Es gibt nur einen Mensch, es gibt nur eine Gesundheit. Und da ist, um wieder zurückzukommen, Vitamin D ein ganz wesentlicher Teil, aber nur deswegen, weil er futsch ist. Ja? Nicht, weil dieses Hormon, Vitamin D ist ja ein Hormon, weil es so besonders ist. Schilddrüsenhormon ist genauso wichtig, Sexualhormone sind genauso wichtig. Aber Vitamin D ist deswegen so wichtig, weil 80-90% der Bevölkerung es nicht mehr hat. Warum? Weil wir nicht mehr draußen sind. Also das ist ein Teil von meinem Arbeitsbereich sozusagen. Ich habe früher schon vor 30, 40 Jahren Vitamin D intensiv mit in meinem ersten Leben gehabt, weil ich habe unter anderem Osteoporose, Diagnostik und Therapie betrieben und da gehört die Vitamin D-Bestimmung dazu. Aber damals hat man viel, viel weniger gewusst. Das ging ja so um die Jahrtausendwende los, dass man entdeckt hat, dass es eben kein Vitamin von Knochen ist, sondern eben ein Hormon, was alle Zellen brauchen. Ja. So. Und von daher bin ich dort in der Region tätig gewesen, habe Vitamin D-Kongresse organisiert und habe dann auch sukzessive gesehen, dass eben andere Dinge auch wichtig sind. Man muss sich anständig ernähren, man muss die Birne entsprechend richtig organisieren und man muss den Hintern bewegen, um es mal platt auszudrücken. Das heißt also viele, viele Dinge. Auf der einen Seite, weil das Ressourcen sind von früher her und auf der anderen Seite haben wir unendlich viele Schadstoffe in unserer Umwelt, sodass ich heute die Umwelt mit ganz anderen Augen sehe als vor vielleicht 5 oder 10 Jahren, wo es dann nur darum ging, dass wir die zumüllen, ja, dass wir da Tiere schädigen. So. Aber wenn wir die Umwelt schädigen oder verändern, schädigen wir uns selber. Ja, Neugeborenes, habe ich letztens wieder gelesen, kommt schon im Schnitt mit 700 Chemikalien im Leib zur Welt. Ne? Die Mutter ist die erste Umwelt fürs Kind. Ja. Und wenn die Mutter topfit ist, hat das Kind eine Top-Umwelt. Ja. Ist die Mutter aber nicht topfit, weil sie A, bei McDonald's isst, B, den Hintern nicht bewegt, vielleicht noch raucht und. Und sich dann das Handy vor den Bauch hält. Das Handy vor den Bauch hält oder das entsprechend den, das Kochfeld hat. Die Ceran oder sowas meinst du? Mit der entsprechenden Strahlung, ja. Nicht Ceran, sondern, wie heißt es? Fällt uns gleich ein. Ja. Induktionsherd. Induktionsherd, ja. Genau, das hat ja einen riesen... Ich selber hatte auch einen, war also ganz stolz, dass ich so ein schnelles Teil hatte, bis mal jemand kam, ein Biologe, der hat gesagt, oh, das ist aber schön, ging das los. Ja. Also extrem hat... Und das sind also Dinge, viele Menschen wissen gar nichts davon, die Mütter wissen auch gar nicht, wie viele Probleme sie haben, bis hin zum Amalgam im Mund. Mhm. Welcher Zahnarzt klärt eine zukünftige Mutter auf und sagt, mach mal dein Amalgam raus. Ja. Amalgam ist Quecksilber drin, das ist hochtoxisch. Ja. Der Zahnarzt muss eine Quecksilberabscheideeinrichtung haben in seinem Abwasser. Ja. Aber im Mund, da muss ja alles haben. Ne? Ja. Also das ist absolut richtig, das geht im Mutterleib schon los. Das fand ich damals auch bezeichnend, als ich mir das habe rausmachen lassen. Meine Zahnärzte, die waren immer total pro Amalgam und alles super, kein Problem. Ne? Und als sie das dann rausgemacht haben, habe ich da Spaß gesagt, können Sie es mir mitgeben als Andenken? Und er sagte, nein, um Gottes Willen, das geht nicht, das will ich sowieso nicht. Und er sagte, ja, das muss in Sondermüll. Dann habe ich gesagt, aha, es gibt nur zwei sichere Orte auf der Welt. Das eine ist die Sondermülldeponie, das andere ist mein Kiefer. Und dann, ne, da war so, ja. Naja, aber das ist eben der Fluch, wenn du in einer ganz bestimmten Denke drin bist und immer wieder das Gleiche auch dazu bekommst, dann musst du natürlich zugeben, Amalgam ist ein hervorragender Werkstoff. Ja. Du kannst es in jede Kavität reindrücken, polierst noch ein bisschen drüber, fertig, ratzefatz. Nur das Zeug sondert dauernd eben Quecksilber ab und dann hast du eine dauernde Quecksilberintoxikation. Und das Quecksilber geht auch da oben in die Birne, es vergiftet die Leber und. Das heißt also, wir haben eine laufende Intoxikation, eine Vergiftung, von der wir nichts wissen und noch nichts ahnen. Ja. Also ein Teil.
Ja, und das ist ja dann noch, hatte ich auch letztens Video zu gemacht, das ist ja diese Trias, ne, dass dann die Schwermetalle natürlich auch wieder als Empfangsantennen quasi funktionieren für die Hochfrequenz zum Gut, Beispiel. Ne? das ist natürlich noch eine Sache, da kommen wir jetzt in einen Bereich rein, den manche Leute Voodoo nennen, andere Naja. Leute sagen, es ist sehr progressiv, aber wir haben also, wie du sagst, einmal den Aspekt, dass es einfach toxisch ist, Ja. ja, aufgrund der Chemie, Ja. aber dann eben noch die Schwermetalle, dass sie dann die Strahlung, mit der wir nicht vertraut sind, die der Körper nie gehabt hat, was wir alles fabrizieren, 5G lässt schön grüßen, ja, dass das eben zusätzlich auf den Körper noch einwirkt Ja. und nicht nur ein bisschen Wärme macht, wie also Ja. Telekom und Co. behaupten. Ne? Ja, die testen ja hauptsächlich den Wasserkopf, ne? Auch, ne? Also Plastikkopf auf Wasser, Ja, klar, und damit mit da ein eine bisschen Wärme. thermische Erhitzung kommt und das war's, So ne? ein bisschen Wärme wird da Ja, abgeführt, also kein ja, Thema. Ja, ja. aber dem ist nicht so. Ne? Also die Ja. Veränderungen sind ganz massiv und die elektromagnetische Strahlung ist eben eins von den Von vielen den vielen negativen Bausteinen. Dingen, die auf uns einwirken. Ne? Ja. Du bist ja ursprünglich, kommst du aus einem anderen Bereich, sage ich mal vorsichtig, ne? Nuklearmedizin, Ja, ja, richtig. hört sich ja gefährlich an, hätte ich beinahe gesagt. Ja, war auch nicht ganz ohne. Wir haben also Ja. wirklich mit radioaktiven Substanzen hantiert, Ja. unterm Atomgesetz gearbeitet in der Medizin, mussten sauber Buch führen, was wir bekommen haben, was wir wieder abgaben. Es musste alles immer gemessen werden, es musste dekontaminiert werden. Es war ein Riesenaufwand. Und wir haben das also auch alles gut getan, bis wir dann eines Tages lernen durften, dass sie den Müll dann die Fässer in die Asse geschmissen haben, also ein altes Salzbergwerk, dass da dann Wasser reingelaufen ist und dass der ganze Dreck jetzt da so rumschwimmt. Ja? Salzwasser hat so ein Stahlfass, was eigentlich für eine Ja. Ewigkeit gedacht war, nach ein paar Jahren aufgefressen und jetzt schwimmt der Müll da rum. Ja? Warum? Wenn man mal wieder mit der modernen Technologie etwas angestellt hat, was für uns Menschen gar nicht gut ist. Ja? Ja. Ja, also Und die das. Nuklearmedizin war einmal diese Sache mit den radioaktiven Substanzen, aber was eben noch attraktiv ist, dass wir damit zwar die Menschen etwas verseuchen, wobei die Dinge nur schwach radioaktiv sind, die fallen, zerfallen auch sehr rasch, sodass also die Strahlenbelastung nicht größer ist, als wenn man sich ein CT machen lässt zum Beispiel. Aber der Vorteil ist der, man kann in die Menschen hineinschauen und während das CT, die Computertomographie, die Morphologie, die Strukturen zeigt, zeigt die Nuklearmedizin die Funktion. Und es gibt einen alten Spruch, der heißt, die Funktion geht der Struktur um Wochen oder Monate Voraus. voraus. So. Das heißt also, wir sehen die Dinge viel, viel früher, bevor sie irgendwelche Knochenveränderungen oder sonst was kommen oder Nieren. Wir sehen eine Nierenfunktionsstörung, wenn das Gift zum Beispiel auf die Niere eingewirkt hat, dann ist sie noch normal groß, da läuft der Urin normal raus. Da sieht der Ultraschallmensch, der ja nun auch ein tolles Werkzeug hat, der sieht gar nichts. Aber wir können sagen, guck mal, die rechte Niere, die hat einen Schlag weg. Also das war eine tolle Geschichte, das habe ich bis 2004 gemacht, an einem großen Haus in Wiesbaden, städtischen Klinikum, und bin dann parallel dazu in Mainz an der Uni mit meiner Professur gewesen. Und habe mich bekannterweise zwar in der Nuklearmedizin habilitiert, aber mit einem Thema in der Orthopädie über die Frakturheilung. Warum? Weil wir mit unseren radioaktiven Nuklein den Heilungsprozess zeigen können. Ja? Die Durchblutung zeigen können, Heilungsprozess zeigen können. Und das war also einer der Gründe, warum ich offen war für das, was ich jetzt mache. Und das Zweite war, dass ich als Dienstleister von der Pädiatrie bis zur Neurologie alle bedient habe. Kardiologie, alle. Das heißt also, ich habe einen ganz anderen Schirm. Ganz ein Radar gehabt. Ne? Und als ich dann in die Prävention gestolpert bin, als ich 2004 aus diesem Job raus bin, da habe ich dann eben angefangen zu lesen und habe mich eben für alles interessiert. Und daraufhin ist eben meine Spitzengesundheit entstanden, dieser große, breite Bereich und alles zusammengefügt. Und das Tolle ist, es passt auch alles zusammen. Ja? Von der Umwelt bis zu unseren Bakterien, die wir im Bauch haben, es gehört alles zusammen. Und wenn eins davon nicht in Ordnung ist, ist alles nicht in Ordnung. Das heißt also, du hast also irgendwie so einen Schwenk gemacht in deinem Leben, ja? Ja, ich Kann habe man einen das so Schwenk sagen? gemacht, man kann sagen Schwenk, aber auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt rückwärts anschaue, dann hat das Universum das ganz sauber Geführt. eingestellt, dass ich dieses Fach genommen habe, wo ich also schon mal diese breite Die Basis Basis. hatte, wo ich aber auch in der Lage war, die modernste Technologie zu nutzen. Und was vielleicht noch wichtig ist, in der Nuklearmedizin habe ich alle 10 Jahre etwa 70% meiner Kundschaft verloren. Nicht, weil ich schlecht war, sondern weil andere Technik kam. Also wir waren zum Beispiel die Ersten, die Lebermetastase nachweisen konnten. Das war damals absolut ein Novum. Oh, da hat ja Lebermetastase. So, dann kam der Ultraschall, war der Spitz weg vom Fenster. Ja? Weil keiner nimmt noch
radioaktive Substanzen, wir haben ein Ultraschallhörgerät kann und wir haben es selber machen kann, Gastroenterologe. Das nächste war, wir waren die Einzigen, die bei dem Mammakarzinom die Hirnmetastase nachweisen konnten. Dann kam der CT und der spielt es weg vom Fenster. Das heißt, ich habe immer gelesen, was gibt es Neues. Und das habe ich 30 Jahre lang in der Medizin getan und das habe ich natürlich anschließend weitergetan. Nur, ich habe dann nicht mehr in den medizinischen Datenbanken gelesen, sondern in den darunterliegenden naturwissenschaftlichen Datenbanken. Ja? Physiologie, Biologie und diese Sachen. Und dann ist mir also ein Seifensieder aufgegangen, insbesondere von der WHO, die hat 2004 damals in einem internationalen Zeitschrift publiziert, dass 2005 ungefähr 60 Millionen Leute sterben würden. Heute sind es noch ein paar mehr, aber damals waren es 60 Millionen, waren noch mehr Leute auf der Erde. Und davon würden 2/3 an chronischen Krankheiten sterben. Habe ich schon geschluckt, aber dann kam der Hammer, die Hälfte davon könnte man sich sparen an Toten, wenn man denn einen anderen Lebensstil hätte. Glaube ich nicht. 50% Tote sparen mit einem Lebensstil. So. Und dann bin ich in die Datenbank rein. Und dann ist mir die Kinnlade runtergefallen, was der Professor alles nicht wusste. Weil ich eben in den Mainstream-Medizin geschwommen bin, aber nicht in der breiten Sache. Dann habe ich das reingelöffelt und als ich dann gesehen habe, was man wirklich tun kann, habe ich ein Konzept entwickelt, wie man im Kontext der Medizin Prävention betreiben kann. Habe dann die Kollegen alle zusammengerufen, die ich in Wiesbaden kannte, weil ich sie ausgebildet hatte, im großen Teil gesagt, Jungs, wir machen Prävention. Oh, super, spitz, toll. Beim ersten Mal waren 40 Kollegen da. Toll, toll, toll. Beim zweiten Abend waren es noch 8. Oh. Beim dritten Abend war ich alleine. Echt? Prävention ist nichts für die Schulmedizin. Das passt nicht, das will man nicht haben. Da kann man auch gerne riesen Kohle mitverdienen. Ja, ja, und von daher habe ich mir dann andere Dinge aufgetan. Habe dann gesagt, dann mache ich eben was anderes. Dann bilde ich den Endverbraucher. Ja, habe dann die Akademie für menschliche Medizin gegründet, weil die andere Medizin droht, unmenschlich zu werden. Das war vor 5 Jahren. Inzwischen muss ich sagen, das war hellsichtig. Denn inzwischen ist die Medizin unmenschlich geworden. Und kann dort eben dann mit den neuesten technischen Möglichkeiten über YouTube oder Facebook oder können wir die Informationen rausbringen und zwar in einer Art und Weise, wie man sie versteht. Ja? Der Laie es versteht. Ja. Und er muss seinen Körper verstehen, wie der tickt, dann kann er mit dem Körper umgehen. Und dann hat er keinen oder weniger Probleme, sich in einer ungesunden Umwelt gesund zu verhalten. Also für mich war das kann ich nur unterschreiben, weil ich bin ja auch so ein Fall, ich hatte auch viele Krankenhausaufenthalte in Kindheit und Jugend. Okay. Und ich bin eigentlich nur noch krank gewesen, ja, und ich war nur auf Schulmedizinkurs. Ja. Und ab Mitte 20 habe ich eine Entscheidung getroffen, ne? Genau in diese Richtung, ja? Dass ich sage, nee, das musst du jetzt ganzheitlich selber auf den Schirm kriegen. Und seitdem ist es eigentlich kontinuierlich bergauf gegangen. Wenn man einmal geködert worden ist, dann es fällt einem manchmal die Schuppen von den Augen. Genau, das war also auch so ein Mini-Satori wie das bei dir. Nur bei dir war es auf einer beruflichen Ebene, bei mir war es auf einer ganz persönlichen halt. So, ja. Und das erlebe ich auch bei vielen Menschen, dass sie irgendwann so einen Shift kriegen, wo sie merken, Moment mal, irgendwas läuft hier irgendwie nicht so ganz gut. Ne? Ja. Und ja, mit dem Amalgam, das war ja genau so ein Beispiel. Ne? Also ich glaube, Dänemark hat es sogar verboten. Ne? Ich weiß nicht, was in anderen Ländern ist, aber generell weltweit haben wir das Problem. Und das Amalgam ist eben nur einer. Da kommt Monsanto mit seinem ganzen Müll daher. Ja. Dann ist die Ernährung komplett verändert worden. Wir haben früher mikronährstoffreiche Nahrung gehabt mit wenig Kalorien. Deswegen sind wir auch immer so hinter den Kalorien hergelaufen und haben sehr viel gegessen, um nicht nur satt zu werden, sondern auch die Kalorien zu bekommen. Ja. Heute haben wir industriell hergestellte Nahrung, die hochkalorisch ist, aber ohne Mikronährstoffe. Ja. So. Genau. Ja. Und das ist also die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, wir waren unterwegs. Wir haben die Muskulatur nicht 20 Kilometer am Tag, ne? Irgendwie der Körper. So, nur, die 20 Kilometer sind natürlich auch nicht gelaufen. Wenn wir nach 5 Kilometern was zu essen gefunden haben und satt waren, haben wir ein Nickerchen gemacht. Ja? Das heißt also, es war, die Umwelt hat uns dazu gebracht, uns so zu verhalten. Ja. Wenn wir jetzt in einer Umwelt leben, dass vor dem Haus das Auto steht, dann setze ich mir das Auto schlicht und ergreifend und fahre mit dem Auto. Damit wird aber meine Muskulatur sabotiert. Ja. Und noch einmal, die Muskulatur ist nicht nur dazu da, ein bisschen zu gehen, sondern die Muskulatur ist ein endokrines Organ, ist eine Drüse und bildet Botenstoffe. Aber nur, wenn ich sie noch habe oder wenn ich sie benutze. Und wenn ich sie jetzt nicht benutze, eben immer nur rumsitze, sitzen ist das moderne Rauchen, dann bilde ich die Botenstoffe nicht.
Ja. Was sind das für Botenstoffe? Die gehen in den Knochen, die gehen zur Leber, die gehen aber auch ins Gehirn und machen oben neue Gehirnzellen. Ja. Das heißt also, wer mit 50 Jahren hinter mir eine Hose hat, haben wir 70 Jahren Hirn mehr im Kopf. Super. So ist es. Ja. Ja, guter Buchtitel. Ja. Und das sind die, das sind nicht die Leute, die sagen, ich bin faul und bequem, sondern es ist die Umwelt, die uns dazu macht. Ja. Und von daher brauchen wir neue Konzepte, aber die gegen die eingefahrenen Konzepte reinzubringen in die Gesellschaft, das wird extrem schwierig. Ja, vor allem, wir haben ja so eine Kultur, dass die Leute immer noch die Verantwortung da abgeben. Ne? Und, ja gut, also das ist eine Unkultur, da sind die Leute auch nicht für verantwortlich. Ich erinnere mich nur zu gut, seitdem ich bewusst irgendwo Gesellschaft und Politik wahrgenommen habe, habe ich das im Ohr. Wenn du mich wählst, und zwar egal, rot, grün, blau, schwarz oder sonst was, wenn du mich wählst, sorge ich für dich ein Leben lang. Ja, ja, ja. Die haben die Leute belogen. Niemand kann für mich sorgen. Ich muss für mich sorgen. So, aber die Menschen haben es geglaubt und haben praktisch die Selbstverantwortung abgegeben. Ja. Und jetzt wundert man sich, dass nichts mehr funktioniert. Das erleben wir ja in der aktuellen Krise auch ein Stück weit. Und jetzt gerade habe ich irgendwie gesehen, das haben sie in der neuen Publikation festgestellt, da sind wir wieder bei deinem Kernthema jetzt gerade auch nochmal, dass die Leute, die jetzt quasi wieder infiziert ins Krankenhaus kommen, die wirklich auch was haben, dass die ein Vitamin D-Mangel haben. Ja, unter anderem übergewichtig sind, auch als Zivilisationsfolge und. Das heißt, aber wenn ich natürlich für Monate über den Sommer mich zu Hause einkaserniert habe, dann habe ich natürlich eine, da geht das herunter. Ja, Nochmal. Ne? Sind im Haus, bewegen sich nicht, genau. Essen aber weiter, werden also noch dicker, bauen noch mehr Risiken auf und dann kommt wieder so ein Virus und dann kladderadatsch, das passiert. Ja, ja. Also wir haben einige Beispiele, wo auch alte Leute, sehr alte Leute, 90-Jährige, locker diese Covid-19-Infektion überlebt haben, weil sie fit waren. Mhm. Man kann mit 90 fit sein. Man muss nicht drei Komorbiditäten haben. Ja. Also Herz-Kreislauf krank sein, Diabetes haben und dann beginnt Alzheimer. Ja. Das ist heute Standard im Alter. Ja, nee, ja. Ist aber nicht. Sondern das ist der Ausdruck dessen, dass wir einen komplett falschen Lebensstil haben. Mhm. Und noch einmal, ich habe lange gebraucht, bis ich das kapiert habe, wenn man die Statistiken liest oder die großen Studien liest, dann sind immer 80-90% auf der falschen Seite. Also Vitamin D-Mangel, bewegen sich nicht richtig, haben die falsche Ernährung und so weiter und so fort. Na, das kann nicht sein. Sind die alle so dumm? Mhm. Ich bin Professor, ich bin besonders schlau. Aber alle anderen so dumm? Nee. Wir haben eine falsche Kultur entwickelt. Ja. Wir sind stolz auf die ganzen Fortschritte, die wir haben, aber wir haben eine falsche Kultur. Ja. Wenn man nach Amerika rübergeht, wo ja auch Covid-19 ja wütet, weil die Menschen noch kränker sind als bei uns hier, alle oder fast alle, die haben zum Beispiel zur Auflage gehabt, wegen der blöden Wolkenkratzer, wegen der Brandgefahr, dass alle Teppiche mit einem Brandschutz versehen sein müssen. Ja, genau, so, mit Chemikalien. Ja, auch die Sofas, alles. Alles, also. Dann sitzen die in diesem Gasgemisch und schnaufen jeden Tag, statt guter frischer Landluft, schnaufen die Gift ein. Da muss man sich wundern, dass das nicht funktioniert. Oder wer dann noch Fluor ins Trinkwasser schüttet, wenn eine Firma es geschafft hat, die Abfälle als wertvolles Medikament zu verkaufen. So, nicht die Menschen haben das gehört, sondern wir haben uns komplett in der Kultur verrannt. Und da müssen wir wieder raus und da ist eben meine Forderung heute, wir brauchen einen Kulturwandel in der gesamten Gesellschaft und im Rahmen dessen werden wir auch einen Gesundheitskulturwandel bekommen. Und dann brauchen wir in der Medizin gar nichts zu tun. Die Medizin kann weiter das, was sie gut kann, akute Krankheiten behandeln und von den chronischen Krankheiten kann sie die Finger lassen, weil die können wir über eine andere Lebensstilgestaltung, können wir die chronischen Krankheiten wieder abschaffen. Zumindest reduzieren. Ne? Zumindest erheblich reduzieren. Ich erinnere mich, Kriegskind, nach dem Krieg, wir hatten keinen Diabetes, die ersten Herzinfarkte haben Aufsehen erregt, da sind die Kollegen von München nach Hamburg gereist, um einen mit dem Herzinfarkt zu sehen. Und. Ja, das gab es alles nicht. Obwohl wir gerade den Krieg hinter uns hatten. Krass, wo ein paar Leute verhungert sind. Mangelernährung ohne Ende. Mangelernährung ohne Ende. Aber die Überflussernährung oder die Fehlernährung, die wir heute haben, die gab es eben nicht. Ja. Und die Leute waren gezwungen, ihren Hintern zu bewegen. Ja. Entweder sind gelaufen, zu Fuß gegangen oder hatten ein Fahrrad. Das war es aber auch. Und die ersten, die dann Herzinfarkt gekriegt haben. Und die Ernährung war alles Bio. Warum? Vom Nachbarn oder im eigenen Garten. Genau. Wer einen eigenen Garten hatte, der war König. Ne?
Und die ersten Leute, die einen Herzinfarkt bekommen haben, das waren die etwas betuchteren, wohlhabenden Geschäftsleute, die dann angefangen haben, sich falsch zu ernähren, natürlich auch noch gut geraucht haben und. Die haben die Infarkt bekommen. Deswegen hat man im Rheinland gesagt, das ist die Managerkrankheit. Aber das war nicht die Managerkrankheit, sondern war die Krankheit des falschen Lebensstils. Und heute haben wir alle den falschen Lebensstil, denn 60% der Menschen, auch bei uns, im Alter von 60, 70 Jahren, haben Herz-Kreislauf-Probleme. Zwei Drittel. Ja. Nicht, weil sie als Kind gesagt haben, ich möchte mal einen Pumpenschaden haben. Ne? Klar. Das ist unsere Gesellschaft. Okay. Ja, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, was die Zuschauer vielleicht interessiert. Es gibt ja bei Vitamin D, gibt es ja so dieses Einheiten-Roulette, sage ich mal. Ja, da gibt es ja die abenteuerlichsten Dosierungen, ja. Bis 100.000 Einheiten hoch, ja. Machen das Leute. Und dann gibt es ja die offizielle Version, die dann immer genannt wird, die aber anscheinend viel zu niedrig ist. Ja. Wo würdest du dich so einsortieren, oder also, wenn du eine Empfehlung aussprechen willst? Ja, nö, kein Thema. Also das mache ich täglich dreimal. Und man muss zugestehen, es ist eine Entwicklung drin gewesen. Als ich damals in der Osteoporose-Diagnose und Therapie war, hatten wir einen Grenzwert von 20, das hieß 20 Nanogramm. Ein Nanogramm pro Milliliter im Blut war ausreichend, um die Knochen zu versorgen. Mhm. Heute wissen wir, dass wir mindestens 30 haben müssen im Blut. Und wir wissen aber auch, dass 30 Schwelle dem Ölpegel entspricht, dem untersten Ölpegel. Und wenn man das sieht, dann füllt jeder ein Literchen auf. Und dann sagt man, ich möchte ein bisschen mehr haben. Mhm. So sollten wir es auch machen. Wir sagen heute, 40 bis 60 ist das Ziel. Und das ist eine tolle Geschichte, weil dann kommen wir von den unseligen Vorgaben, du musst 3.000 oder 5.000 oder 10.000 einnehmen. Man muss so viel einnehmen, und das sind in der Regel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dass man diesen Spiegel erreicht. Weil der eine hat eine Resorptionsstörung, weil er Leaky Gut hat, einen löchrigen Darm, der andere hat 180 Kilo oder. Und das sind ganz unterschiedliche Verhältnisse, da muss ich unterschiedliche Mengen einwerfen. Ja. Und wenn ich weiß, welchen Zielwert ich habe, dann kann ich unter Umständen 10.000 Einheiten jeden Tag einwerfen, ohne dass ich jemals irgendwo in den Bereich komme, der gefährlich sein könnte. Ja. Also wer nicht messen will und nicht kann, mit 4.000 Einheiten ist er auf der sicheren Seite und es sowohl nach unten hin, weil er genügend hat pro Tag, und umgekehrt, es passiert auch nichts nach oben. Wir müssen die zehnfache Menge einnehmen, 40.000 Einheiten pro Tag über Wochen, um in einen Bereich zu kommen, der toxisch wird. Ah ja. So. Und wenn einer glaubt, er hätte sich vergiftet mit Vitamin D, dann muss er nicht die 30 Euro auf den Tisch legen, um ein Vitamin D-Spiegel zu bestimmen. Es reicht, wenn er ein Calcium-Spiegel bestimmt. Denn Vitamin D ist nicht toxisch. Nur das Entstehen des Calciums oder einer vermehrten Calciumspiegel durch eine zu hohe Vitamin D-Dosis, die dann eventuell entsteht, ist das Kritische. Weil der Calciumspiegel ist für die Elektrik verantwortlich und wenn nicht funktioniert, geht alles nicht mehr. Das heißt also, wenn man das Gefühl hat, da ist ja was im Busch, Calciumspiegel für 50 Cent. Mehr kostet das Ding nicht. Und wenn der normal ist, kann ich sagen, okay, du hast dich nicht selbst vergiftet. Ah ja. Also das ist eine einfache Geschichte. Und was aber noch wichtig ist, Vitamin D ist fettlöslich. Und auch wenn man ein Fettpräparat hat, also ölige Tropfen, reicht so ein Tropfen oder drei Tropfen nicht aus, um die Fettresorption im Darm anzuwerfen. Das heißt, man sollte Vitamin D grundsätzlich zu einer fettreichen Mahlzeit, also Hauptmahlzeit einnehmen. Ja. Klassisch Vegetarier drückt sich morgens ein Müsli ohne alles rein, ne? So, ohne Fett, dann wundert sich der betreuende Kollege, dass der Vitamin D-Spiegel nicht hochgeht. Es wird nicht resorbiert. Ah, ja. Also von daher... Also da könnte man dann zum Beispiel so MCT-Öl mit ins Müsli machen, ne? Klar, oder wer sein Fischöl einnimmt auf dem Löffel, hinein, Onkel Otto. Mhm. Oder Algenöl für die Vegetarier, haben wir ja heute Gott sei Dank alles. Mhm. Und dann eben top, zwei, drei Tropfen, je nachdem wie hoch konzentriert es ist. Und dann vielleicht noch ein bisschen A, ein bisschen E dazu, ein bisschen K2 dazu. Mhm. Wobei, ganz wichtig, die Mehr vom K2 und Vitamin D ist nicht wahr. Ja, also aha. Vitamin D alleine wirkt sehr gut. Ja. Vitamin K2 ist ein wichtiges Vitamin, was andere Aufgaben hat. Auch teilweise im Kalziumstoffwechsel. Aber zu behaupten, dass Vitamin D ohne K nicht funktioniert, ist gestunken und gelogen. Die Info hatte ich auch nicht. Ich hatte eher die Info, dass wenn dann D hochgenommen wird, dass es dann eben zu einer Disbalance kommt und es dann zu Problemen kommt, weil K nicht mehr ausreichend vorhanden wäre. Ja, so, dann sind wir beim Thema. Wie viel K brauchen wir denn? Mhm. Hast du schon mal deinen K-Spiegel bestimmt? Nee, ich auch nicht, weil es keine gängige Sache ist. Normalerweise können wir K essen.
unsere lieben Bakterien machen, ja, die bösen Bakterien, die lieben Bakterien machen K2. Mhm. Also von daher sind wir eigentlich gut versorgt. Mhm. Nur, wenn du jetzt ein Leaky Gut hast, einen löcherigen Darm hast, wenn dich falsch ernährt, kannst du natürlich einen K2-Mangel bekommen. Mhm. Und da sage ich im Augenblick, wer Risikokandidat ist, also wer zum Beispiel schon mal ein verkalktes Gefäßsystem hat, der sollte einwerfen, zusätzlich einnehmen. Ja? Mhm. Aber noch einmal, nicht weil sonst Vitamin D nicht funktioniert, sondern weil K2 eben auf die Gefäße wirkt und. Ja. Also von daher macht es Sinn. Ja? Ja. Aber eben auch A einnehmen, weil A ist wirklich, also Vitamin A, weil A ist wirklich erforderlich, damit Vitamin D funktioniert. Ja. Ja? Die Rezeptoren an der Zelle sind miteinander verbunden. Wenn ich jetzt Vitamin D habe und ich gehe an den Vitamin D-Rezeptor an der Zelle und da fehlt der A-Rezeptor, funktioniert D nicht. Also das ist das eine. Und das zweite, was man auch einnehmen muss, ist Magnesium. Mhm. Magnesium haben wir sowieso zu wenig, weil wir nicht genügend Grünfutter essen. Mhm. Und Magnesium wird gebraucht, um Vitamin D im Körper weiter zu verarbeiten. Es gibt mehrere Stufen, die wir da haben. Und wenn ich jetzt zu wenig Magnesium habe, dann nutzt das ganze Vitamin D nichts, was ich einwerfe. Es bleibt da stehen, wo es steht. Oder wird nur sehr wenig weitergebildet. Mhm. Und wirkungsvoll noch einmal ist nicht das, was ich einwerfe. Das ist eine Vorstufe, die praktisch nichts bewirkt, sondern das Aktive, was entsteht im Körper, ist entscheidend. Ja. Wenn ich jetzt kein Magnesium habe oder zu wenig Magnesium habe, dann wird zu wenig von dem Aktiven gebildet und dann habe ich einen Mangel, obwohl ich aktiv hier reinschiebe. Ja? Magnesium transdermal ist ja wohl die bessere Aufnahmeform, oder? Ja, wenn man es denn pflegt, wenn man eine Badewanne hat oder sich damit einschmieren will, das geht auch sicherlich, denn die Haut resorbiert alles. Klebt halt ein bisschen, aber... Ja, die Haut resorbiert alles, sodass es eigentlich egal ist, wie man es zuführt. Nur man muss daran denken, dass man zu wenig davon hat. Ja. Und das sollte man ausgleichen. Mhm. Also es gibt etliche Berichte, wo die Leute angefangen haben, oh, spitztoll, ich habe jetzt Vitamin D eingeworfen und mir geht es da besser und da besser. Aber ich habe Waden, ich kann mir tun, die Waden so weh. Ja. Mangel an Vitamin, Magnesium. Ja. Ja. Bitte daran denken, wer anfängt, parallel Magnesium einzuholen. Ist doppelt gut, weil Magnesium in sich nicht nur für Vitamin D da ist, sondern ganz, ganz viele andere Dinge gemacht wird. Ja. Und was sind so positive Benefits, wenn Leute das jetzt machen, dass sie eben Vitamin D gibt. Über einen ordentlichen Zeitraum, in einem ordentlichen Maß supplementieren. Also ich gebe gerade mein, ich weiß nicht, x-tes Buch Vitamin D raus und habe mir jetzt einen neuen Titel einfallen lassen. Das heißt Vitamin D, immer wenn es um Leben und Tod geht. Mhm. Das klingt ein bisschen brachial. Ja, aber es ist so. Und zwar, ja. Wir haben eben schon gesagt, Schwangerschaft. Ja. Noch einen davor, hat der Mann zu wenig Vitamin D, schwimmen seine Spermien zu langsam. Das heißt, sie kommen nicht an. Ja. Die Frau hat Probleme, dass ihre Keimzellen nicht richtig reif werden beim Vitamin D-Mangel. Dann kommt die Schwangerschaft, die ganze Geschichte. Und ganz, ganz wichtig, aktuelles Thema Covid-19. In der Schwangerschaft wird mit Hilfe von Vitamin D das Immunsystem getunt. Mhm. Ja. Das wird eingestellt und wenn die Mutter zu wenig Vitamin D hat, dann wird es verstellt, wird es falsch getunt. Wir wissen nicht, warum das so ist. Mhm. So. Und zwar dahingehend, dass wir haben ja viele verschiedene Immunzellen, die alle Aufgaben haben, mhm. und zwar bestimmte Aufgaben, ausgewogen. Nur wenn die Mutter Vitamin D-Mangel hat, dann werden eine Zellform von diesen Immunzellen wird vermehrt gebildet, T2-Zellen. Und diese T2-Zellen haben die Eigenschaft, in dem Verbund Gas zu geben. Ja. Das heißt also, wenn man zu viel T2 hat, dann bekommt man als Kind schon Milchschorf, das ist die erste allergische Reaktion. Man bekommt Asthma, hinterher Rheuma und all diese Schweinereien. Und wenn man dann zusätzlich noch Vitamin D mal später als Person hat, wird das nochmal verschärft. Ja. Also da ist schon mal die Geschichte mit bei. Das heißt also, das gesamte Immunsystem braucht Vitamin D. Und deswegen kommen jetzt ja die Berichte, die sagen, hat jemand einen guten Vitamin D-Spiegel, hat er A, eine halbe Chance, überhaupt erst das Tierchen einzufangen. Mhm. Und kommt er damit mit dem guten Spiegel ins Krankenhaus oder denkt jemand dran, wenn er krank ist und gibt ihm ordentlichen Stoß, dann hat er eine Chance, nicht auf Intensiv zu kommen und gesund wieder nach Hause zu gehen. Mhm. Hat er einen Mangel, hat er eine hohe Wahrscheinlichkeit, auf Intensiv zu landen und doch den Löffel abzugeben. Mhm. Das sind Studien, die jetzt schon da sind. Ja. Also das ist Immunsystem. Mhm. Das nächste ist Krebs. Mhm. Genau das Gleiche. Es gibt doppelblind placebo-kontrollierte Studien, also richtig Pharma-Studien, die gezeigt haben, wer Vitamin D einnimmt, halbiert nicht sein Risiko, sondern drittelt das Risiko, einen Tumor zu entwickeln. Ja? 1000 Leute über 4 Jahre mit Vitamin D supplementiert, kam raus, nur noch
20% Risiko, einen Tumor zu entwickeln, und zwar egal welchem. Mhm. Also auch da ein Riesengebiet. Dann geht es weiter mit Diabetes. Man bekommt eher kein Diabetes, zwar sowohl Diabetes 2 als auch Diabetes 1. Und ganz modernes Thema auch, Popöchen da oben, Alzheimer. Mhm. Wer keinen ausreichend Vitamin D-Spiegel hat, schädigt seine Nervenzellen, denn auch die Nervenzellen haben Rezeptoren für Vitamin D. Habe ich zu wenig, tut es Popöchen da oben auch nicht. Ja. Das heißt also querbeet, egal wie es geht. Ja. Und von wegen bis ans Ende des Lebens oder ans Sterben, wenn man mal so alt ist wie ich, die Wahrscheinlichkeit, ins Ghetto zu gehen, ins Altenheim zu müssen, ist Vitamin D abhängig. Ja, es gibt eine große Studie, die zeigt, hat man einen normalen Spiegel, wenn man das auf 1 setzt, im Verhältnis zu einem, der wirklich Mangel hat, ist das Risiko 3,5-fach. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ins Ghetto zu wandern, ist 3,5-fach größer, wenn man zu wenig Vitamin D hat. Und das ist die Katastrophe. Ja? Denn im Altenheim, wenn ich vorher keine Demenz hatte, dann kriege ich sie da. Keine Bewegung, ja, kein Vitamin D, falsche Ernährung, hallo. Ja? Also es ist wirklich so eine Art Lifesaver, so ein Rettungsring. Ein Schutzschild kann man es auch nennen, auch im Buch ein Schutzschild. Ja. Das heißt also, und zwar nicht, weil es etwas so Tolles ist, sondern es ist etwas, was die Natur über Millionen von Jahren entwickelt hat, in dem Umfeld, wo wir uns zu bewegen haben. Und dieses Umfeld, um das nochmal ganz klar zu sagen, ist voller Bakterien und Viren. Bakterien und Viren waren die ersten Lebewesen. Mhm. Alles andere hat sich aufgrund der Bakterien und Viren entwickelt. Und wer glaubt, dass die höheren Stufen dann die Bakterien und Viren unnötig gemacht hätten, dass sie weg wären, das stimmt nicht. Mhm. Es sind die Herrscher dieser Erde, die Bakterien und Viren. Ja. In jedem Schäufelchen Erde sind Milliarden von Bakterien und Viren. Wir sind komplett voll. Wir haben andere Bakterien im Ohr, als wir sie im Bauch haben. Mhm. Und die Frauen haben andere Bakterien in der Vagina. Mhm. Das heißt also, wir brauchen diese Tierchen, damit wir überhaupt funktionieren. Mhm. Und was das Tolle ist, sie verteidigen uns gegen böse Bakterien, gegen böse Viren. Mhm. Ja, warum? Weil sie ihr Territorium verbreiten. Mhm. Die muss man nicht programmieren, sondern die sind einfach in einer Community. Mhm. Und wenn dann jemand reinkommt, der da nicht hingehört, dann sagt, hey, hau ab. Mhm. Oder sie sagen, da hast du ein Stühlchen, da kannst du dich draufsetzen. Aber mehr auch nicht. Du machst ja keinen Kaschwa. Mhm. Habe ich aber die falsche Besetzung oder ist das alles daneben, dann kommt ein pathogener Keim und sagt, Leute, hier kann man Roli-Poli machen. Dann breitet er sich aus, dann kriege ich entsprechend eine schwere Erkrankung. Ja. Die im anderen Falle ratzfatz, also Erkältung zum Beispiel, habe ich genügend Vitamin D, habe ich so eine Erkältung in 2 Tagen erledigt. Ich kriege meinen Schüttelfrost, der was Gutes ist, ich kriege meine Temperatur, die was Gutes ist, und mache keine fiebersenkenden Mittel, sondern lasse die Temperatur wirken. Mhm. Nach 2 Tagen sind die Tierchen tot, sind Käse gegessen. Habe ich diese Ressourcen aber nicht, dauert der Infekt eine Woche oder 10 Tage und ich quäle mich darum. Ja, das kenne ich von früher auch. Also ich bin in meiner Jugend bin ich einer der Hauptantibiotika-Konsumenten gewesen. Schön. Ja, die Hausärzte haben immer gesagt, drücken Sie dem Jungen das rein, und es ging eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter. Ich hatte dann im Jahr nachher 4 Infekte und auch hinterher nichts mehr aufgebaut im Anschluss. Ja. Ne? Und es wurde eigentlich immer schlechter. Ne? Ja. Also das, was wir ja auch wissen, das ist ja enorm, die Vitamin D nicht nur das Immunsystem insgesamt beeinflusst, sondern auch den Mikrobiom. Ja. Und dass also das Mikrobiom wieder das Immunsystem beeinflusst. Ja, ja. Die sitzen direkt nebeneinander, was auch kein Wunder ist. Ja, wir haben ein paar hundert Quadratmeter Oberfläche in uns. Das ist praktisch die Trennung zwischen Umwelt und Innenleben. Und da wird also HAB8, ist also hochgradig geregelt. Und das Mikrobiom innen drin spielt mit. Und dahinter ist dann direkt das Immunsystem. Habe ich jetzt einen löchrigen Darm, hat das Immunsystem wieder Probleme. Und dann ist das die gesamte Sache nicht richtig aufgestellt. Und dann kommt eben so ein popliges Virus rein. Und dann sagt das System, das mag ich nicht mehr. Ich habe vorher schon auf dem letzten Loch gepfiffen und das hält das letzte Loch zu und dann gebe ich ab. Wäre der fit, hätte der keinen Diabetes, keine KK oder einen Krebs mit Chemotherapie und, wird er mit so einem popligen Virus, einem alltäglichen Virus, wird er umgehen können. Ja? Und Vitamin D ist noch mehr in der Lage. Vitamin D kann Tuberkulose heilen. Ihr habt hier in der Schweiz habt ihr die Luftkurorte gehabt. Das waren aber keine Luftkurorte, das waren Sonnenkurorte. Die haben die Leute in die Sonne gelegt, hat zwar ein Jahr gedauert, aber nach einem Jahr war die Tuberkulose weg. Das war die Schwindsucht, das hat die Leute tot gemacht früher. Und da sind sie geheilt worden. So, und dann kamen die Tuberostatika, Antibiotika, und dann hat man damit die Sache beschleunigt. Nur was wir damals nicht wussten, aber heute wissen, Antibiotikum heißt auf Deutsch gegen das Leben. Ja, genau. So, und damit haben wir eben unsere Darmflora umgebracht. Jedes Mal, wenn man alleine Antibiotika tut, fangen die unten an zu ächzen, zu stöhnen. Ein paar bleiben übrig, bilden sich auch wieder neu, aber nach und nach ist das eine Truppe, die ist jämmerlich gegenüber dem, was mal gewesen ist. Ja,
So. Ja. Und dann wundern sich die Leute, dass sie laufend krank sind. Hey, das ist ja, haben ja verschiedene Wissenschaftler bei Mikrobiomforschung hat es auch publiziert, geschrieben, habe ich ein paar Sachen selber zugelesen, ja, wie lange es dauert, das wieder ja aufzubauen. Das ja ist ja nicht mal eben. Das dauert ja Jahre, hätte ich beinahe gesagt. Und ich bin überzeugt, wir wissen immer noch nicht genügend davon. Wir fangen gerade an, zu ja glauben zu wissen, ja, aber dann kommt wieder ein neuer Arbeit. Ja. Ich habe einen neuen Keimstamm entdeckt, mhm, oder ich habe einen neuen Einfluss entdeckt. Und das Tolle ist, was wir inzwischen wissen, wir ernähren die Tierchen. Mhm. Früher haben wir gesagt, Ballaststoffe, also in Gemüse, mhm, brauchen wir, damit wir ab und zu ein Ei legen können, damit mhm der Darm was zu tun hat und rausgeht. Dem ist nicht so. Die Tierchen fressen unsere Ballaststoffe, die wir nicht brauchen, die wir nicht verwerten können, fressen die. Und was machen die damit? Ernähren sich selber und bilden noch einmal Fettsäuren, die der Darm gleich braucht. Das heißt also, es ist wirklich eine absolute Arbeitsgemeinschaft, die da ist. Ja. Und wenn wir die stören, ja. Die alten Heilpraktiker haben immer schon gesagt, der Tod lauert im ja Darm. Ja. So, man kann es auch umgekehrt drehen, die Gesundheit ja sitzt im Darm. Ja, genau. Und wenn ich mich um meinen Darm kümmere und eben die Tierchen da drin pflege und nicht umbringe, ja, und dazu gehören unter anderem eben dann auch Nahrungsmittel oder Lebensmittel, wir haben ja im Deutschen das Wort Lebensmittel. Lebensmittel, genau. Ja, nicht Nahrungsmittel. Dass man eben fermentierte Nahrung zu sich nehmen. Das war die Art und Weise, wie die Natur entwickelt hat oder uns gelehrt hat, wie man Sachen konservieren kann. Mhm. Nicht mit irgendeiner Chemie, sondern mit dieser Fermentierung. Mhm. Diese fermentierten Sachen passen bestens zu den Dingen da drin. Ja? Ja. Weil sie voller Bakterien und Viren sind, die ja die Fermentation machen. Ja. Ja. Die Herrschaften, die das Bier so schön schlürfen, die sind sich nicht darüber klar, dass dieser Fermentationsprozess, der das Bier herstellt, der gleiche ist, der da unten ja auch abläuft. Ja. Und da haben wir in Bayern zumindest ein Reinheitsgebot. Wir brauchen so. Hat hier aber leider trotzdem viel Glyphosat drin, das Bier, oft. Gibt's ja eine Wo ist es nicht drin? Ja, stimmt. Wo ist es nicht drin? Aber gerade da hat man festgestellt, dass... Weißt du auch warum? Ich habe das auch nicht gewusst. Okay. Aber ich dachte, weil es auf die Felder gehauen wird. Ja, ja, es wird auf die Felder gehauen. Aber der größte Knüller ist der, ich kann also bei mir aus dem Fenster gucken, ist ein großes Feld, was entsprechend abgehauen. Bevor die Ernte kommt, fährt der Bauer, der Idiot, mit seinem Traktor und der großen Spritze darüber und spritzt das Getreide tot. Der macht eine Überdosierung von diesem Scheißzeug, darum stirbt das Getreide ab und dann ist es trocken. Und dann kann man die Körner besser ernten. Das heißt, der erntet vergiftete, Glyphosat vergiftete Körner, die dann weiterverarbeitet werden. Körner sind ja so deswegen, gesund. Ne? Deswegen pinkeln deutsche Männer Glyphosat. Ja, ne? Richtig. Ja. Also. Alle, ja, sind randvoll damit. Ja. Aber offiziell macht ja keinen Schaden. Nein, ist nicht nachgewiesen. Unser Trulla, unser Gesund vom Landwirtschaftsministerium. Kein Problem. Sie hat sich vornehm enthalten, als die Abstimmung war. Ne? Ja, ja, ich habe einen guten Bekannten, der ist Heilpraktiker, ne, der hat dafür auch noch die Lanze gebrochen, dass das super wäre, das Zeug. Da habe ich mich mittlerweile, frage ich mich da manchmal auch, was da im Kopf los ist bei Leuten. Brainwashed. Ja, ja, und brainwashed. Es gibt ja genügend Beispiele, jetzt auch gerade in Nepal und Indien und so, wo sie mit Permakultur schaffen, auf höchsten Niveaus, ne? Also landschaftlich höchsten Niveaus, auch wo es einfach, oder Sepolza in Österreich und so, gibt ja verschiedene Leute, richtig, die zeigen, was alles möglich ist, wenn man auf eine natürliche Kreiswirtschaft zurückgeht. Ja. Ja. Ist und ja auch, so, dann heißt es immer, im großen Stil wäre das nicht möglich, ne? Diese Herrschaften, die behaupten, we feed the world, Pustekuchen, die machen die Böden kaputt. Wir wissen heute, dass auch im Boden die Bakterien genau sind. Ja? Ja, genau. Die Pflanzen können keinen Krumen... Da ist ja das Gleiche, wenn du mit effektiven Mikroorganismen den Garten... Ne, förderst, ja, dann tun die Pflanzen es, killst du die Bakterien im Boden, die Viren mit Monsanto und Co., dann ist der Boden mehr oder minder tot, die Bakterien sind tot, ja, die Pflanzen können sich nicht mehr ernähren und die kümmern dahin. Ja. Das wissen wir inzwischen. Mhm. Die Böden in Amerika sind tausende von Kilometern ist der Boden tot. Da ist gar nichts mehr. So. Und das heißt, es ist ein vollkommen falscher Ansatz. Ja. Mit immer mehr Dünger kann man es also ein bisschen am Leben erhalten, aber wenn man das nachmacht, was die Natur macht, dann fängt die an üppig zu funktionieren. Ja? Ja. Und wir haben den Kreislauf. Nur der Mensch, dieser Idiot, schafft Endprodukte wie Beton, wie Plastik und so Zeug. Die Natur recycelt alles. Deswegen hat die Natur auch keinen Energiemangel. Die strotzt vor Energie. Da oben kommt die Sonne, haut immer ordentlich rein. Die Pflanzen wandeln diese Energie in Substanz um und es ist in Hülle und Fülle für alle da. Ja. Ja. Super. Ja, haben wir einen großen Bogen geschlagen. Danke dir. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Es ist in Hülle und Fülle alles da. Und
Ich wünsche dir viel Spaß bei der weiteren Suche und vielleicht auch auf dem Weg zur eigenen Gesundwerdung oder Gesunderhaltung. Und es ist nicht nur die grobstoffliche Zuführung, sondern natürlich auch die feinstoffliche und die mentale und die seelische Abteilung. Aber dazu findet ihr hier schon ganz viel im Kanal. Ich verlinke auch vom Professor Spitz die Seite unten. Dann könnt ihr euch da noch weiter informieren. In diesem Sinne, schöne Grüße aus der Schweiz von Jörg Fuhrmann und Jörg Spitz. Grüße mich an. Vielen Dank. Tschüss.